die Saison ist zu Ende, es gibt keine weiteren Spiele und ihr wollt also schon wieder ein Vlog-Video haben. Ihr seid unersättlich. Also gut. Hallo Fans und Freunde der Vienna und willkommen beim Saisonrückblick 2018. Spannende Spiele, emotionale Stimmung. Haut euch das an. Come on Vienna. Hallo Fans und Freunde der Vienna. We'll be right back.
Ja, meine Lieben, das war die Saison 2017-2018. Leider Gottes nicht aus eigener Kraft geschafft, aus der zweiten Landesliga herauszukommen. Warum wir da spielen? Ja, wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Schauen wir mal, wie nächste Saison wird, wie sich das mit Karabakh ergibt, beziehungsweise wie das nächste Team aussieht. Es gibt angeblich einen neuen Trainer, neue Spieler, wissen wir alles nur sehr rudimentär. Jetzt ist einmal Sommerpause. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich am 21.07. beim Kleinfeldturnier oben auf der Hohen Warte. Recht spannende Veranstaltung, gibt tolle Spiele zu sehen und natürlich viel gute Stimmung. Sommer ist. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Zeit, vorbeizukommen. Ja, und wie es mit der nächsten Saison weitergeht, ich werde euch auf jeden Fall am Laufenden halten und euch hier über den Kanal informieren. Jetzt kommen einige Fangespräche und natürlich dann die große Geburtstagsfeier am 22. August. Alles natürlich hier auf Kammern Vienna. Ja, es gibt Polos bzw. Hoodies für alle, die sich interessieren für Merchandising hier. Werde ich natürlich auch noch andere Sachen präsentieren, hoffentlich auch bald eine Webseite. Dann gibt es noch zu promoten das Fan-Fotobuch, das ist schon am Werden. Die letzte Gelegenheit gibt es noch am 21.07. für alle, die sich noch fotografieren lassen wollen. Für alle, die ich schon fotografiert habe, bitte meine Lieben, schickt mir baldigst euren Text. Ich brauche eure Texte. Wer noch keine Texte geschrieben hat, bitte haltet euch ran, ich brauche die, denn das Ganze muss natürlich noch gelayoutet werden, hergerichtet werden und ich möchte aber ganz gerne in der Herbstsaison, spätestens Oktober, November, mit dem Buch rauskommen, damit ihr natürlich auch euch so ein Buch besorgen könnt. Von jenen, denen ich noch keine Texte bekommen habe, aber schon Bilder habe, tut mir leid, Leute, die kann ich natürlich nicht ins Buch hineinbringen. Das heißt, bitte seid so gut, wenn ich euch schon fotografiert habe, her mit euren Geschichten, Anekdoten, netten Erlebnissen rund um die Vienna, dann kommt es ins Buch hinein. Meldet euch recht zahlreich, damit es auch wirklich ein schönes, großes Fanfotobuch wird und wir uns schön groß präsentieren können. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns noch recht zahlreich hier auf dem Kanal. Schaut auf Facebook vorbei, schaut auf Instagram vorbei. Gebt mir ein Like, abonniert den Kanal bzw. Facebook oder YouTube. Das würde mich natürlich sehr freuen. Wird natürlich auch das Ranking dieses Kanals wesentlich besser und wir können noch mehr Leute erreichen und uns natürlich einem noch größeren Publikum präsentieren. Und das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da einbringt, beteiligt an dem Kanal, wenn ihr mir natürlich schreibt, mich auf Sachen aufmerksam macht, wenn ihr euch einbringen wollt, Texte schreibt, beziehungsweise wenn ich euch interviewen kann oder darf, in irgendeinem Zusammenhang mit der Vienna. Also, ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich und Kammern Vienna!